Hallo, ich bin Julie, ich bin 18 Jahre alt und ich bin in einer nichtgläubigen Familie aufgewachsen. Als ich ein Kind war, hatte ich diese eine gläubige beste Freundin. Wir haben alles zusammen gemacht. Und die hatte aber am Wochenende, hatte die nie Zeit für mich. Dann hat sie immer gesagt, ah, tut mir leid, ich muss da wohin, ich muss zu den Royal Rangers gehen. Ich fand es so ein bisschen komisch. Irgendwann hat mich das so aufgeregt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe mit. Dann bin ich mitgegangen und das war irgendwie cool. Die Leute waren total nett, die waren total offen. Allgemein dieses Pfadfinderische hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Dann gab es natürlich noch diese Seite mit dem Glauben, die Seite mit Jesus, mit Gott. Die habe ich nicht ganz verstanden. Und über die Jahre hinweg habe ich gemerkt, die Leute haben was anderes in ihrem Herzen als die meisten. Die haben einfach viel mehr Liebe, viel mehr Vertrauen, einfach, dass ihr Leben gut läuft. Und dann gab es dieses eine Camp. Und auf diesem Camp gab es ein Ratslagerfeuer. Da war eine Predigt zum Thema Feuer. Und es ging darum, dass wir Menschen wie Funken sind. Und dann sprühen die Funken überall hin, fliegen bis in den Himmel hoch. Und manche verglühen auf halbem Weg. Und ich habe immer gedacht, okay, ich will zu diesen Funken gehören, die bis in den Himmel kommen. Da habe ich zu Jesus gefunden. Und dann kam ich aber wieder in den Alltag hinein, in diesen Alltagstrott. Und es war wieder wie davor. In der Schule ging es um Noten, zu Hause ging es darum, alles perfekt zu machen. Kam das nächste Camp und die Predigt ging über Königskinder. Es ging darum, dass Gott der König ist, dass Gott unser himmlischer Vater ist. Wir haben dieses Geburtsrecht, Prinzen und Prinzessinnen zu sein, aber wir müssen die Krone nehmen und sie aufsetzen. Da habe ich echt gemerkt, okay, das will ich für mein Leben. Ich will diese Krone nehmen und sie aufsetzen und mich Gottes Kind nennen und das hat alles verändert. Dieses Gefühl, hundertprozentig von Gott geliebt zu sein, ist einfach der Wahnsinn. Es ist einfach das Beste, was dir passieren kann. Das kriegst du, indem du einfach deine Krone nimmst und sie aufsetzt.